herzlich willkommen zu einer neuen Wochenbotschaft. Schon wieder ist eine Woche um und wir wollen das Universum und die Engel doch fragen, unter welchem Motto diese Woche steht, was für dich als Zuschauer oder für euch als Zuschauer besonders wichtig ist. Und wir beginnen hier einmal mit den Hey-Karten. Ich bin jeder Situation gewachsen. Das ist mal das Motto der Woche, würde ich behaupten. Die Macht und Weisheit des Universums sind in mir. Damit kann ich alle Herausforderungen annehmen und bewältigen. Na, hier steht es schon ganz wichtig, annehmen. Das heißt nicht, dass man etwas akzeptieren muss, denn dann hätte man ja auch nicht den Drive, irgendwas verändern zu wollen in der Welt. Aber dass man es nicht mehr bewertet. Ganz wichtig. Und du weißt, du hast die Macht, du kannst alles schaffen, du bist jeder Herausforderung gewachsen. Ist doch schon mal gut zu wissen. Was ist eine Geldbotschaft für diese Woche? Oh, das ging schnell. Ich sende anderen Menschen gute Energien für die Vermehrung ihres Wohlstandes. Das ist auch besonders schön. Nicht nur für uns sollten wir uns gute Dinge wünschen, sondern natürlich auch für andere. Und wenn du dir vorstellst, in deinem Umfeld, alle, die du kennst, dass die reich und wohlhabend sind, in finanzieller Fülle und Freiheit leben, dann kommt das ja auch dir wieder zugute und kommt wieder zu dir zurück. Und das, was du aussendest natürlich, eben kommt zu dir zurück. Also darfst du auch anderen Menschen etwas Gutes aussenden. So, kommen wir noch zu einer Botschaft, die du konkret umsetzen darfst. Hat sich schon wieder was schnell gezeigt. Oha! Du beginnst eine neue Karriere, die dir Freude und Fülle bringt, die du ersehnst und verdienst. Berufswechsel, Leuchtturm, der Führung folgen, wirklich dem, was dein Herz möchte, folgen. Ganz spannend. Also wenn du dich schon länger angeleitet gefühlt hast, in deinem Job irgendwas zu verändern, dann ist diese Woche wohl Zeit dafür. Ja, genau. Zeit, dich zu entscheiden. Triff eine Entscheidung, die auf den wahren Wünschen deines Herzens beruht. Zum Beispiel kann es ja auch sein, dass du bereits eine Entscheidung getroffen hast für einen Berufswechsel, aber doch noch unsicher bist und hin und her überlegst. Eigentlich weißt du, was du willst, aber vielleicht ist es auch etwas unsicher. Und ja, du zögerst da innerlich. Und jetzt ist wirklich Zeit, dich fix zu entscheiden, dich vollkommen zu committen und ja, dann wirklich deinem Herzen zu folgen. Dann wirst du auch immer versorgt sein. Was haben wir hier? Lass los, entferne dich aus dieser Situation, um sie zu lösen. Ja, egal was bei dir gerade so vor sich geht, ne? Schwierige Situation oder Berufswechsel, lass das los, versuche es nicht zu bewerten. Wir hatten das ja bei der ersten Karte schon, ins Annehmen zu kommen. Wie gesagt, das heißt nicht akzeptieren, aber versuch die Bewertung davon aufzugeben und den Engeln, dem Universum, Gott, wie auch immer du das siehst, diese Situation abzugeben und ins Vertrauen zu kommen. Solange du kämpfst, erzeugst du Widerstände und die halten dich davon ab, das wirklich zu bekommen, was du dir von Herzen wünschst. Ich weiß, das sagt man oft so leicht, ne? Aber wenn du das mit dem Annehmen und Loslassen, was ja irgendwie für mich zumindest dasselbe ist, praktizierst, wirst du immer mehr dahin kommen. Jetzt schauen wir noch, was die Tarotkarten sagen. So, die Karte hier, aber die hier unten, habe ich das Gefühl, gehört auch dazu. König des Wassers, vertrauenswürdig, mitfühlend, anerkannt, kultiviert. Öffne dein Herz und deinen Verstand für die Menschen deiner Umgebung. Zuverlässiger und ehrlicher Rat, Wohltätigkeitsarbeit. Passt ja gut zu der Geldkarte. Sorry für die Geräusche im Hintergrund, der Hund ist unterwegs. Ich sende anderen Menschen gute Energien für die Vermehrung ihres Wohlstandes. Hier auch, ne? Öffne dein Herz und deinen Verstand für die Menschen deiner Umgebung. Wohltätigkeitsarbeit, also sende den anderen Menschen, der Welt, den Tieren, den Gewässern, positive Energie, positive Gedanken, sieh sie im besten Licht und verhilf ihnen so, zur besten Version ihrer selbst zu werden. Und der Mond.
Erzengel Haniel. Wichtige, übersinnliche Erkenntnisse. Ereignisse hinter den Kulissen. Befreie dich von hemmenden Ängsten. Ja, lass los, lass die Ängste los. Entscheide dich für den Weg deines Herzens, wie bei der anderen Karte. Breite deine Flügel aus, komm in den Fluss. Und dann eben, wenn du loslässt, du weißt ja nicht, was alles schon im Hintergrund passiert, im Universum, was sich da für dich zusammenreiht. Wichtig ist, komm ins Vertrauen und dann bin ich sehr gespannt, was diese Woche für dich Tolles bereithält, wie das beruflich bei dir weitergeht. Scheint diese Woche ja mit Karriere und anderen Menschen zu tun zu haben. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie dann deine Woche gelaufen ist und ich freue mich schon auf die nächste Wochenbotschaft mit dir.